keine Zeitverschwendung. Hebräer Kapitel 12, Vers 7. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Gott verschwendet seine Zeit, in Anführungszeichen, nicht mit Dingen, die es nicht wert sind. Um es biologisch auszudrücken, könnte man auch sagen, wären wir ein Boden aus Erde und würden wir permanent nur dem Sonnenschein ohne jeglichen Regen ausgesetzt sein oder umgekehrt, wären wir nichts anderes als eine Wüste oder ein überschwemmtes Gebiet. Die Welt, in der wir leben, ist gottesfeindlich. Wie könnten wir als Christen ohne Gottes Schutz, Erziehung und Bewahrung auch nur 5 Minuten geistlich überleben? Die Sünde verstrickt uns ständig. Hebräer 12, 1. In Matthäus 18, Vers 7 steht: Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Das ist in dem Sinne gemeint, wie William MacDonald in seinem Bibelkommentar erklärt. Er sagt: Jesus fuhr fort zu erklären, dass es unvermeidlich ist, Versuchungen zu begegnen, die Welt, das Fleisch und der Teufel arbeiten zusammen, um uns zu verführen. Aber wenn ein Mensch für die Mächte des Bösen arbeitet, dann ist seine Schuld sehr groß. Deshalb ermahnte der Retter die Menschen, eher drastische Maßnahmen der Selbstdisziplinierung zu ergreifen, als ein Kind Gottes zu verführen. Hier müssen wir uns auch immer wieder selbst prüfen, wo vielleicht ungeistliche Sichtweisen unseren Glaubensweg oder auch unseren Dienst beeinflussen. Und wo wir das nicht tun oder nicht wahrnehmen, nicht auch darum beten, dass Gott uns beschützt und bewahrt und in alle Wahrheit führt und wir eben in die falsche Richtung gehen, dann wird Gott uns auch korrigieren und erziehen müssen, damit wir es verstehen. Gott ist in seinem Handeln stets lösungsorientiert. Er möchte aber auch, dass wir verstehen, warum manches in unserem Leben so kommt oder kommen musste, wie es sich dann eben zeigt. Die Dinge nur zu unterbinden, fruchtlos sein zu lassen oder Enttäuschungen auszulösen ohne Lerneffekt und Verständnis, was Gott groß und mich klein macht, geht es nicht und macht auch keinen Sinn. Gott sucht für uns, für dich, immer das Richtige und das Beste, egal wie lange es dauert oder wie schnell es geht. Manchmal helfen uns keine schnellen Lösungen. Darum brauchen wir auch entsprechend Geduld, wie in Hebräer 12, 1 bis 2 steht. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Von Gott angenommen sein bedeutet, dass wir uns nicht selbst überlassen sind, ja uns noch nicht einmal selbst gehören, weil wir teuer erkauft sind mit dem Blut Jesu Christi. Wenn man nun wahrnimmt, wie es in der Welt aussieht, wie viel Unterdrückung, Ungerechtigkeit, Willkür, Egoismus, Okkultismus, Dummheit und Unglaube es gibt, manchmal auch im eigenen Lebensbereich, dann sieht man doch, wie sehr man innerlich befreit und dankbar sein darf, diesem bösen Treiben eben nicht schutzlos ausgeliefert zu sein, sondern von Gott bewahrt, erzogen und geführt zu werden. Auch wenn das manchmal so manchen Umweg beinhaltet. Gott schützt uns, aber nicht dadurch, indem er alles Schlechte, Böse und Verkehrte ständig von uns fernhält. Wäre das der Fall, würden wir nur zur Unselbstständigkeit erzogen und in einer bunten Traumwelt leben, ohne gesunden Bezug zu Gott, uns selbst, unseren Mitmenschen und der Realität. Dann würde unser Glaube mehr theoretisch als praktisch sein
und würde sich auch nicht bewähren. Aber genau das Gegenteil möchte Gott. Darum sollten wir auch nicht verbittert und zornig werden und alles Leid, jede schlechte Erfahrung und jeden Schmerz verwerfen und ablehnen. Wer sind wir, dass Gott es uns nicht zumuten dürfte, auch als Christen manchmal zu leiden? Es ist keine Zeitverschwendung, sondern seliges Wachstum im Hinblick auf die Ewigkeit, die uns erwartet. Und die wird alle Grenzen sprengen. Wir brauchen diese irdischen Erfahrungen, auch wenn es manchmal wehtut und wir manchmal nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. In Sprüche Kapitel 3, Verse 11 bis 15 steht: Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, an dem er Wohlgefallen hat. Wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt, denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb und ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. Sicherlich macht Gott Unterschiede und schüttet nicht das Kind mit dem Bade aus. Sonst würde er uns zusammen mit der allumstrickenden Sünde in der Welt verdammen müssen, was nicht der Fall ist. In 2. Korinther 13, 5 schreibt der Apostel Paulus: Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Dieses Prüfen wird auch beim Abendmahl gefordert. Entsprechend steht in 1. Korinther 11, Verse 28 bis 32. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darüber sollten wir froh sein, denn es ist ein Zeichen von Gottes Aufmerksamkeit, Liebe und Mühe, wenn er uns zutraut, dass wir uns tatsächlich selbst prüfen können. Und das vermutlich viel eher bei uns selbst, bevor wir überhaupt daran denken sollten, es bei anderen Gläubigen zu versuchen. Wenn davon die Rede ist, bei Gott Gold zu kaufen, steht in Offenbarung 3,18, so ist damit echter Glaube gemeint. Nämlich zu verstehen, in Herz, Seele und Verstand, dass Christus unsere Gerechtigkeit vor Gott geworden ist durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung aus den Toten. Das ist das Fundament, das Allerwichtigste. Und diese Erkenntnis, dieser feste Glaube, das ist durchs Feuer geläuterte Gold. Das sind entsprechend auch unsere Erfahrungen, Erlebnisse, Reinigungen, Weisheiten, Offenbarungen, Erkenntnisse, Tiefschürfendes und Wahrheiten, die Gott uns in aller erlebten Praxis aus Fürsorge zumutet, damit wir daran wachsen und Wahrheit von Unwahrheit und Richtiges vom Falschen und Nützliches von Verkehrtem und Unnützlichem unterscheiden zu können. Wir sollen stark werden am inneren Menschen. Keine Christ-Attrappen, die nichts sehen, nichts hören und nichts sagen und in sich selbst versenkt nur den Kopf schütteln und sich selbst bemitleiden. Stattdessen werden wir aufgefordert, uns nicht zu schämen für unseren Glauben und mitzuleiden in der Kraft Gottes. 1. Timotheus 1,8. Zu leiden, wenn es denn sein muss, ist auch keine Zeitverschwendung. Es gibt keine Zufälle, auch nicht in deinem Leben. In die Wahrheit unseres eigenen Lebens und unserer Persönlichkeit vor Gott kommen wir nicht ohne so manche Desillusionierung und auch nicht ohne Glauben, der sich bewähren muss, damit er echt ist.
und das dient uns tatsächlich zum Besten. Römer 8, 28. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 3, Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.